Wir Menschen spielen uns gern als kleine Kinder auf.
Wir möchten gern über andere regieren, bestimmen, was gut und böse ist. Jedenfalls möchten das unsere Wissenschaftler sehr oft oder auch unsere Politiker. Und das sagt uns außerdem, der einzige Herr, vor dem du das Knie beugen sollst, ist Gott. Und die einzigen Regeln, die für dich wirklich bindend sind, sind seine Gebote. Halte dich daran. Mit allen Kräften deiner Vernunft gegen diesen Weg, den Gott dir zeigt. Und das Beten, wer glaubt, wird leben. Wir haben im Evangelium das Wort gehört, wir haben es gegen das erste Grab hinein, er sah und glaubte. Im Alten Testament gibt es dieses Wort des Propheten Jesaja: Glaube nicht, so bleibt ihr nicht. Gemeint ist dieses Vertrauen auf Gott und auf die Botschaft Jesu. Nur ist auf die Botschaft Jesu nicht so einfach zu vertrauen. Das ist ein Gut von uns, dass wir ihm als Jünger und Jüngerinnen nachfolgen. Es ist gar nicht so einfach, an Jesus zu glauben. Das heißt ja, du musst deinen Besitz weniger wichtig nehmen als die Liebe. Du kannst von deinem Besitz opfern, damit andere Menschen glücklich sind. An Jesus glauben heißt, dich mit aller Kraft einsetzen für Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit für alle. Und das sind dann diese öffentlichen Menschen unter uns. Ich hoffe, sie alle gehören dazu. Menschen, in deren Leben man sich wohlfühlt, weil sie aufrichten können und trösten können. Andere niederdrücken können, wenn sie genügen. Das sind Menschen, die den Weg gehen, der Freude bereitet. Sie kennen sicher so solche Leute, die einen zum Lachen bringen können. Wenn man traurig ist, gehört sie auch dazu. Österliche Menschen, die verbinden beides. Vernunft und Glaube, das ist der Weg des Wissens. Und wir wollen um die Kraft Gottes bitten, dass wir diesen Weg gehen können.